sind wir wieder. Hier ist der Nachtzug nach Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt, die 967. Ausgabe. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Ein Nachtzug nach Hamburg-Hörer hat mich per E-Mail darauf aufmerksam gemacht, dass es gut passieren kann, dass man mal eine Nachtzug nach Hamburg-Folge verpasst, wenn man sie nämlich über die Webseite direkt anhört und nicht über iTunes, übers Abonnement, denn derzeit kommt es häufiger vor, dass ich mehr als eine Nachtzug nach Hamburg Folge pro Tag reinstelle, und wenn man dann auf die Homepage von Nachtzug nach Hamburg geht und einfach nur beim obersten auf Wiedergabe klickt und nicht nach unten scrollt auf der Seite, kann es sein, dass man vielleicht einen überspringt. Ist vielleicht manchmal auch ganz gut so, aber für Hörer, die gerne keine Folge verpassen möchten und über die Homepage reinkommen, da solltet ihr vielleicht mal schauen, ob dazwischen noch eine Folge versteckt ist. Wisst ihr, was ich mit unserer Bundeskanzlerin gemeinsam habe? Ich habe in einem Interview von ihr mal gesehen und gehört vor allen Dingen, dass sie sagte, was sie tierisch nervt, wenn sie abends im Hotelzimmer ist, dass sie ganz häufig mit den Lichtschaltern nicht klarkommt. Und sie ist eine ausgebildete Physikerin und eine äußerst intelligente Frau. Und wenn sie das schon nicht hinkriegt, dann weiß ich nicht, wie viele andere Menschen an diesem Problem auch noch am Verzweifeln sind. Aber ich bin es auch. Ich habe letzte Nacht und die vorletzte Nacht hier in Dresden geschlafen und bin mit den Lichtschaltern bis zum letzten Tag nicht klargekommen. Wenn man auf den einen Knopf drückt, irgendeine Lampe bleibt zum Schluss nämlich immer an. Das ist das Problem. Wenn man abends schlafen möchte, denkt man vom Bett aus, da sind so viele Lichtschalter am Bett, dann muss man doch alles auskriegen. Und dann bleibt zum Schluss eine Lampe an und dann steht man auf und probiert den Lichtschalter im Vorraum. Dann geht eine andere Lampe wieder an. Jedenfalls irgendwie bleibt zum Schluss immer eine Lampe, nämlich die Stehlampe. Und dann ziehe ich meistens den Stecker oder schalte direkt im Kabel, ist so ein Schalter meistens, da schalte ich es dann aus. Aber es kann nicht im Sinne des Erfinders sein und es ist auch völlig unverständlich, wenn mehrere Menschen dieses Problem haben, unter anderem auch die Bundeskanzlerin. Gut, bei mir ist es jetzt nicht so bedeutend, aber warum haben das die Gestalter von Hotelzimmern noch nicht kapiert? Ich weiß nicht, ob ihr auch das Problem habt, vielleicht, wenn ihr in Hotelzimmern schlaft, würde mich das mal interessieren, was da eure obskursten Erfahrungen sind, könnt ihr mir gerne mal einfach eine Mail schreiben oder einen Kommentar hinterlassen. Jedenfalls das Hotel, in dem ich hier bin in Berlin, das hat das Problem erkannt und es hat einen ganz simplen Trick. Es hat einfach alle Schalter beschriftet. Ja, mit so einem kleinen Klebeetikett steht an jedem Schalter dran, für welche Lampe er zuständig ist. So eine simple Lösung, so einfach könnte es sein, aber leider in vielen Hotels dieser Welt ist diese Lösung noch nicht aktiv. Wo es eher zu viele Schilder gibt hier in Berlin, das ist auf den Straßen. Und zwar ist es für mich manchmal nicht mehr erträglich, wie viel Werbung überall stattfindet. Gut, in Großstädten hat man natürlich auch in Kleinstädten diese riesigen Plakatwerbeflächen. Gut, daran kann man sich gewöhnen, da kann man notfalls auch weggucken. Aber mittlerweile sind ja auch viele Taxen schon mit einem Werbebanner obendrauf, so einem Werbeaufsteller ausgerüstet. Aber das kann man ja alles noch ignorieren, wenn man es möchte. Was man aber nicht ignorieren kann, ist eine Werbung, der ich heute begegnet bin. Und zwar hat ein Berliner Radiosender an einer roten Ampel einfach den Fußgängerüberweg blockiert mit einem riesigen Transparent, was nicht zu übersehen ist. Ich will jetzt nicht sagen, welcher Radiosender das ist, weil ich nicht auch noch Werbung für die machen möchte. Aber wenn es euch ganz so sehr interessiert, ich habe ein Foto davon auf die Nachtzug nach Hamburg Homepage www.nachtzugnachhamburg.de gestellt. Aus meinem Autofenster heraus fotografiert, haben die einfach quer über die Straße dieses Plakat entrollt. Freundlicherweise, das ist das einzige Nette, ich hatte gerade Durst in dem Moment und zufällig hatten die auch Werbeflaschen mit Mineralwasser mit dem Aufdruck dieser Radiostation vorbei und haben das an die ersten Reihen an der roten Ampel verteilt. Da ich ganz vorn stand, habe ich auch eins abgekriegt. Dafür herzlichen Dank, aber ein bisschen dezentere Werbung oder einfach durch ein gutes Produkt glänzen, was durch Mund-zu-Mund-Propaganda dann genug Werbung bekommt, das wäre doch eigentlich die einfachste Lösung. Ja, es ist eine private Radiostation. Mein Tipp an diese Radiostation: wenig sabbeln, keine Lieder pro Tag doppelt spielen, viel Musik. Und die Leute durch intelligente Unterhaltung vielleicht auch ein bisschen bilden und nicht nur doof quatschen. Das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sag Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem, wann ihr mich hier gerade gehört habt. Und dann hören wir uns auf jeden Fall morgen wieder. Dann endlich wieder aus der freien und Hansestadt Hamburg. Euer Reiko.
mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen. Iswas Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.